Hallo Leute, willkommen bei Medieval Dynasty. Dies ist Teil 9 und wir haben Herbst. Stellt euch vor, so schnell ist das gegangen. Oh, es regnet sogar ein bisschen. So, ich würde sagen, wir gucken mal, was wir daheim lassen können und was wir mitnehmen sollen, denn heute geht's ja ein bisschen weiter weg. Okay, da habe ich eine Hacke und eine Fackel. Ich wollte was von dem Essen hier lassen. Fackeln sollte ich mitnehmen. Den Hammer, die könnte ich eigentlich weglegen, weil die brauche ich ja nur zum Hausbau. Und von den Fladenbroten, oh, die sind jetzt runter auf 20%. Das ist natürlich bitter. Da lege ich mal... Ja, vielleicht 8 weg. Und dann so. Und hole ich die mir immer raus nach Bedarf. Weil die müssen jetzt wirklich schnell gegessen werden. Und so viel ich weiß, halten die sich frisch, wenn die hier in dem Speicher sind. Das Fleisch, das hätte ich natürlich mal braten sollen. Da gucke ich mal, ob ich das noch machen kann. Die Karottensamen kommen weg. Wie viel habe ich da? 2, gut. Das Leder kommt auch erstmal weg. Das Mehl auch. Stein und Stock könnte ich mitnehmen. Die Feder wiegt praktisch nichts. Die brauche ich jetzt gerade auch nicht. Und Stroh brauche ich, wenn ich mir noch Fackeln nachmachen will. Und das Weizenkorn wiegt zwar nichts, aber kommt auch ins Inventar. So, den Wegerich nehme ich mit. Das Johanniskraut auch. Gut, einen Speer habe ich. Ich werde mir noch 2 Speere dazu machen. Man weiß ja nie, was einem in den Wäldern so begegnet. Und das Fleisch werde ich noch grillen. Feuer. So. Und jetzt kochen. So. Wenn man das nämlich brät, dann ist es nahrhafter. So. Gucken wir kurz. Nee, essen. Hier. Ja, jetzt ist es nahrhafter geworden. Und es ist wieder auf 100% hochgegangen. Müsste man sich das Fladenbrot auch nochmal aufbraten können. Okay, ich denke mal, so kann ich losmarschieren. Und kann ich unterwegs auch sammeln? Kann ich das ausmachen? Nee, das wird schon von selbst ausgehen. Okay, gut, es geht los. Naja, ich brauche eigentlich nicht bis davor gehen. Ich gehe ja sonst auch immer hier lang. Und ja, ich fälle einfach noch einen Baum und mache mir dann noch Speere dazu. Oh, und die Falle könnte ich auch noch mal gucken. Die müsste hier irgendwo sein. Und künftig mache ich die näher am Haus. Schon wieder finde ich sie nicht. Na, klasse. Oh, ah, Pilze. Sehr gut. Das war jetzt ein Stock, aber ich will Pilze. Die kann ich dann vielleicht auch verkaufen. So. Also sicher kann ich die verkaufen. Und ich kann sie auch essen. So. Aber erstmal muss ich ja mein altbackenes Fladenbrot noch essen. Johanniskraut wächst auch noch, das ist sehr praktisch. So. Nein, Pilz will ich. So. Gut. Dann kann ich dem Einsiedler vielleicht auch gleich was anbieten. Da ist meine Falle. Oh, hier rote Pilze. So. Bei den Pilzen muss man übrigens aufpassen. Es gibt Giftpilze und essbare. Aber spätestens am Namen erkennt man eigentlich immer, ob es ein Giftpilz ist oder ein essbarer.
So. Jetzt ist die Falle weg. Gut, und dann kann ich eine neue aufbauen. So. Ich denke mal, jetzt habe ich hier genug abseits des Weges rumgeturnt. Ich guck mal, ob ich hier zum Weg komme. Ja, prima. Und bestimmt finde ich noch mehr Pilze unterwegs. Aber das ist ja nicht meine Hauptmission. Sondern ich soll ja mit dem reden. Okay, hier sogar ein Geländer. Das ist ein gut ausgebauter Wanderweg. Nur Pilz jenseits vom Geländer. Nee, lasse ich besser in Ruhe. Oh, hier ist es kaputt gegangen. Ist bestimmt mal eine Aufgabe, das zu reparieren. Oh, und da unten liegt was. Guck ich mal. Ich bin ja schon neugierig. Oh, 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 ein abgestürzter Wagen. Und hier ist ein Trinkschlauch drin. Na, der gehört jetzt bestimmt niemandem mehr. Hier ist ja weit und breit niemand, der den vermisst. Den hat der Verunfallte hier wohl vergessen. Na, hab ich ein Glück. Jetzt habe ich einen Trinkschlauch. So. Ja, und guck doch mal, wie schön die Landschaft ist. Oh, ein Hochgenuss. So eine schöne Pilzsammelwanderung. So, Heilpilze wären doch auch toll. Aber gut, ich denke mal, wir können uns schon freuen, dass es Esspilze gibt. Das hier sind Parasolpilze. Sie nennen sie Riesenschirmpilz, was durchaus die deutsche Bezeichnung vom Parasolpilz ist. Stock? Nein, ich will Pilze. Pilz, Pilz, Pilz. So. Na, ich bin schon fast da. So, ich hätte meinen Spieß ausrüsten sollen. Das sollte ich vielleicht noch tun. Oh, und ich wollte ja noch welche machen. Ich bin aber vergesslich vor lauter Pilzen. Das ist mal wieder typisch. Jetzt fäll ich hier mal einen unauffälligen Baum. Nehmen wir den. So. Und, zup. Boah, was für ein großer Baum. Könnte man bestimmt 100 Spieße draus bauen. So. Oh, ein neues Level. Das ist gut. So. Naja, da kann ich wohl 4 Spieße draus bauen. Und hier noch ein Pilz. Na, wo war's? Hier. So. Pilz, komm. So. Jetzt Spieß machen. Weil mit Stöcken will ich ja nicht rumrennen. Also mit Spieß meine ich hölzernen Speer bauen. So, wo ist der gerade rumgegangen? Der ist jetzt plötzlich rechts. Muss ich mal gucken. Vielleicht ist er gar nicht zu Hause. So. Okay, ich denke mal, das war's dann. Jawohl. Dann gucke ich jetzt hier ins Inventar. Jawohl, und rüstet es aus, F, und nehmen wir die 3. Und jetzt wählen wir hier die 3 und dann bin ich bereit mit meinem Spieß. Und er, ja, hier wohnt er normalerweise, aber er ist jetzt hier. Gut, mitten im Wald. Gut, dass ich jetzt den Spieß habe. Also gehe ich einfach mal in den Wald rein.
Habt ihr das gehört? Das klingt nicht gut. So. Ich meine, was ist denn das? Ich mach mal kurz Pause. Okay, guckt euch das mal an. Hier geht der Typ, der geht mit Wölfen rum. Der hat Wolfsfreunde. Hoffentlich tun die mir nichts. Oh. Hey. Ach du liebes bisschen. Okay, das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber ich musste mich jetzt plötzlich verteidigen. Ich werde mich mal drum kümmern, die sozusagen auszuweiden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, tut mir leid, dass ihr das jetzt mit ansehen musstet. Aber ich da also eine absichtliche Jagd, da kann ich dann vorher ausschalten. Das hat beim Versuch vorhin übrigens nicht geklappt. Aber wenn die mich angreifen, muss ich ja schnell reagieren. Immerhin ist mir nichts passiert. Doch, ich glaube ein bisschen. Da muss ich jetzt mal gucken. Ein bisschen bin ich verletzt, aber ich habe ja viel Breitwegerich. Und hier finde ich gerade noch sehr viel Johanniskraut. Und dieser Unigus, der mit diesen Wölfen einfach so da lang marschiert ist, der ist verschwunden, den muss ich dann wieder suchen. Nee, nicht der Unigus, der... Der ist weg. Sehr, sehr merkwürdig. Und ich bin in einem neuen Kapitel angekommen. Weil da war ja nur noch offen, dass ich ein Tier jagen muss. Ja. Und jetzt soll ich im neuen Kapitel einige Quests für Nachbarn abschließen und erfolgreich flirten. Aber jetzt heile ich mich erstmal. Das war völlig verwirrend. Naja, ich habe erfolgreich gejagt. Ich habe sogar Pelze gekriegt. Aber hier, wo ist meine Gesundheit? Da ist meine Gesundheit. Und da muss ich jetzt breitwegerig essen. So. Und jetzt bin ich wieder sehr gesund. Und dann kann ich auch gleich noch das alte Fladenbrot essen. Dann bin ich auch wieder sehr satt. Gut. Und bei den Fähigkeiten hat sich was getan. Okay. Ich kann hier Kenntnisse in der Gewinnung. Dann kriege ich schneller solche Punkte, was gut ist. Okay. Und Holzfäller wäre 5% schnelleres Loggen. Ich glaube mal, das mache ich zuerst. Weil ich muss ja sehr viele Bäume fällen und das zieht sich immer. Okay, wo könnte er denn jetzt sein? Ah, da ist er. Hinter mir, dieser... Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber er wird hier oben nicht angezeigt. Vielleicht muss ich diese Quest wieder aktualisieren. Es ist Unigusts Geschichte. Quest verfolgen. Sambor. Da ist er. Gut. Jetzt habe ich einfach mal soeben zwei Wölfe getötet. Aber gut, die hätten mich nicht angreifen müssen. Ich dachte, das seien die Schoßhunde von diesem Sambor. Ja, der ist wohl auch beim Pilzsammeln. Ich steck mal meinen Spieß ein. Hallo, Sambor. So, wer bist du und was willst du? Ich bin Razimir, Jordans Neffe. Ich hörte, Sie haben Bedenken bezüglich der Wölfe. Jordan, ein großer Mann, sagt er. Und es ist eine Schande, dass wir ihn verloren haben. Wenn du nur halb der Mann bist, der er war, bist du vielleicht meine Zeit wert. Also, worum geht es? Also wegen der Wölfe. Okay, sagt er. Es gibt zwei Rudel, die zu schnell groß geworden sind. Das eine hat die Ebenen zwischen Hornica und Gostovia durchquert.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in Unigusts verfaultes Fleisch beißen werden. Ah ja, der mag den gar nicht, den Unigust. Das andere versammelt sich um den See im Süden. Ich wette, dass sie bald nach Denica kommen werden. Okay, also die Ebene zwischen Hornica und Gostovia und dann wollen sie nach Denica, die anderen. Oh, ein Hirsch da rechts, seht ihr den? Sollen wir sie töten, frag ich. Ein Rudel töten? Dazu bräuchtest du eine große Jagdgesellschaft. Und selbst dann würden wir viele gute Männer verlieren. Nein, aber die Dorfbewohner sollten alarmiert werden und vorbereitet sein. Und ich sag dann, sicher, ich werde dafür sorgen, dass sie vorbereitet sind. Sehr gut. Jetzt habe ich was geschafft. Und mal gucken, ob man mit dem handeln kann. Zeig mir deine Ware. Okay, was wollte ich dem verkaufen? Pilze. Obwohl er da natürlich selber viele Pilze hat, aber... So... Man nimmt mit, was geht. Ein wolliger, echter Reizker. Ah, dieser wolliger, echte Reizker ist giftig. Hier steht es, Vergiftungsgefahr. Und dann gibt es noch den Edelreizker, das ist der rote. Der ist nicht giftig. Und Edelreizker habe ich auch schon mit Genuss gegessen. Aber man muss sich ein bisschen auskennen, damit man die nicht mit den giftigen Reizkern verwechselt. Okay, und ich habe 10 Fleisch gekriegt. Erstmal von dem Hasen noch was und von den Wölfen. Und Pelz, 6 Pelze. Kann ich mir vielleicht eine Pelzmütze für den Winter machen oder so? Mal gucken, dann brauche ich auch noch eine Nähnadel oder was auch immer. Okay, und einen von den Speeren habe ich schon verbraucht. Kein Wunder. Ah, und er verkauft Bögen, Langbögen, Trinkschlauch habe ich jetzt aber, Pfeile, Leder und Pelz. Und Trockenfleisch. Okay. Das ist aber deutlich teurer als zum Beispiel diese Fladen. Die gehen zwar schneller kaputt. Ich glaube, ich lerne lieber selber Trockenfleisch zu machen. Gut. Ja. Schön, mit ihnen Geschäfte gemacht zu haben. Und ein sehr schöner Hirsch, der hier einfach steht. Du hast Glück, dass ich kein Jäger bin. Okay. Jetzt soll ich mit Unigust sprechen. Das machen wir doch gleich noch. Wie spät ist es denn? 14 Uhr. Das schaffen wir heute noch. Jo, tschüss denn. Irgendwann komme ich mal bei dir zu Hause vorbei. Das war ja heute wohl nix mit dem Zuhause vorbeikommen. Vielleicht kann ich, wenn ich Pilze habe, Pilz, auch was damit kochen, so ein Pilz-Fleisch-Eintopf. Oh. Da gibt es auch eine giftige Variante. Aber das sehe ich ja im Inventar. Da waren wir schon. Zap, zap. Trinken will ich auch mal wieder. Und jetzt habe ich einen Trinkschlauch. Das ist sehr gut. Denn dann kann ich in so bergigen Gegenden auch ohne viel Durst unterwegs sein. So. Oh, breitwegerig ist sehr gut, wenn ich da noch welche finde. Wer weiß, was für Pflichtjagden ich noch habe. Ja, und ich kann jetzt gucken, ob hier irgendwo breitwegerig ist. Da ist noch Johanniskraut. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber breitwegerig brauche ich Nachschub. Ja, mein Haus da unten. Da ist ganz viel breitwegerig. Den nehme ich gerade noch mal mit. Man weiß ja nie, wann man wieder verletzt wird.
Ist immer schlecht zu sehen. So. Na, komm. Wächst doch gerne unterm... im Untergrund. So. Also nicht unter der Erde, aber unter den anderen Pflanzen. Versteckt sich halt gerne ein bisschen. Darum habe ich den auch am Anfang fast nie gesehen. So. Alles ist voll. Guck mal, wirklich alles ist voll. Und man sieht fast gar nichts. So. So, aber lange mache ich hier jetzt nicht mehr rum mit dem Breitwegerich. Ein paar habe ich jetzt hier gefunden. So. Da ist noch so ein richtiges Nest. Das wird noch abgegrast. Und dann geht's ins Dorf. Und dann gucke ich mal, ob die Lady inzwischen wieder frischere Fladen hat. Und Uni-Ghost hat bestimmt auch wieder Aufgaben für mich. Oh, durstig. Aber ich bin ja bald am Wasser. Und dann fülle ich auch meinen Trinkschlauch auf. So. Ich hoffe, dass sie dieses Wobbeln beim Gehen bald abschalten. Das wurde von vielen gewünscht. Darum bin ich da zuversichtlich. So. Das nehmen wir noch mit. Na komm. So. Hier auch. Da, trinken. Und jetzt holen wir uns diesen Trinkschlauch und legen ihn auf die 4. Okay, 4. Auffüllen. So einfach geht das. Oh, ich bin ganz schön dreckig. Vielleicht sollte ich mir mal gucken. Naja, 2% Dreck ist. Ich glaube, das ist mein Dreck. Aber trotzdem wäre es schön, einen Waschtrog zu haben. Den baue ich mir demnächst mal. Da braucht man aber, glaube ich, auch wieder einen Baum. So, ich möchte jetzt hier einen goldenen Oktober. Wie wäre es denn damit? Es hat genug geregnet. Ob hier wohl mein Onkel überfallen wurde? Weil hier ist so ein Wagen. Und es wäre schon praktisch. Könnte man mehr Baumstämme transportieren, wenn man so einen Wagen hätte. Und am besten mit Ochsen davor gespannt vielleicht. Oder Pferde noch besser. Auf jeden Fall besser als ganze Baumstämme im Rucksack stecken. Das ist so richtig so Herbstniesel. Ich liebe ja den Herbst, aber so dieses Regnerische muss nicht unbedingt sein. So, gleich sind wir da. Ah, er ist wohl zu Hause. Gut.
So, da steht er und wartet und wartet. Okay, ja. Also, was hat Sambor gesagt, fragt er. Nun, er ist ein Einzelgänger, der durch die Wälder streift. Das haben wir ja mitgekriegt. Aber er kennt das Wild hier in der Gegend und er glaubt, dass sowohl Gostovia als auch Denica bald mit Wolfsangriffen zu kämpfen haben werden. Okay. Gut. Und dann sagt er, ich hatte befürchtet, dass es so etwas sein würde. Nun, hier ist deine erste Belohnung mit freundlicher Genehmigung der letzten Steuereintreibung, der Sambor tatsächlich nachgekommen ist. Was wirst du tun? Ich werde mich um die Verteidigung hier in Gostovia kümmern. Aber hey, sorge dafür, dass auch Denica vorbereitet ist. Geh dorthin und überzeuge Dagobert davon, Palisaden zu bauen. Okay, und ich sage dann, sie werden zu allem bereit sein. Ich gebe dir mein Wort. Ich bin ein echter Narr. Wie kann ich ihm mein Wort geben, wenn ich Dagobert gar nicht kenne? Nun ja, da haben wir was zu tun. Ich muss also mit Dagobert sprechen. Es wird dunkel. Das mache ich also nicht mehr heute. Ich hoffe, dass morgen besseres Wetter ist. Und ich habe was gekriegt. Fellstiefel und eine Pelzkapuze. Sehr gut. Die kann ich dann gebrauchen, wenn Winter ist. Wunderbar. Die könnte ich vielleicht auch zu Hause in meine Kiste packen erstmal. Weil, ja, obwohl, vielleicht muss ich da bis zum Winter ausharren. Und mir wird hin und her geschickt. Ich nehme die mit, die Fellstiefel. So. Ja, das war's, was ich gekriegt habe. Den Pelz lasse ich dann zu Hause. Habe ich noch was zum Verkaufen momentan? Nicht nennenswert, nee. Und vielleicht sollte ich mir noch einen Reservespeer machen. Obwohl, 3 Speere reichen. Weil ich gehe dann ja durch Wolfsgebiet. Und gucken wir mal. Also hier der See im Süden und das soll Denica betroffen sein. Es ist dann vielleicht der oder der See, wo die herkommen. Und auf den Ebenen zwischen Gostovia und Hornica, das wäre hier vielleicht. Da will ich dann auch mal hin. Das klingt interessant. Ja, ich glaube, von hier sind wir irgendwie gekommen. Weil wir sind ja hier so lang gegangen und dann öffnete sich hier dieses Tal. Und es gab einen Weg nach Hornica. Ja, vielleicht war das hier, dieser Kreuzungspunkt, wo wir ins Spiel geworfen wurden. Ja, also Hornica muss auch unbedingt mal angeguckt werden. Jetzt sollen wir aber erstmal nach Denica. Ganz viele Orte heißen K hinten. Gut. Und wie viel Geld habe ich? 322. Ich guck mal, ob die noch frische Fladen hat. Die Jarognjewa. Mal gucken, ob sie wirklich so heißt. Es ist wirklich ein echt krasser Name. Jo, ja. 2 junge Mädels, vielleicht kann ich mit denen auch mal kurz quatschen. Ja, sie heißt tatsächlich Jarognjewa. Und bestimmt spreche ich das falsch aus. So, junge Frau, zeig mir deine Ware. Fladenbrot. Tja, schon wieder altbacken. Aber wenn ich es schnell heimtrage und schnell in die Kiste packe, hat es wenigstens noch 60%. Ich kauf mal 4. Ja. So. Immerhin gibt's es ja jetzt verbilligt. Sonst kostet es ja 20. Dankeschön.
So, aber noch ein paar Worte mit den jungen Ladies. Ivona. Okay. Ich möchte dir etwas sagen, junge Frau. Mal gucken. Ah, sie ist verheiratet und hat aber keine Haube auf. Tja, und ich dachte, die Verheirateten hätten Hauben auf. Ist in Ordnung, gut. Vielleicht ziehen sie das im Hausinnere, also hier in der Taverne ab oder so. Okay. Skarbimira. Sie sagt auch gleich so nein. Ich probier's trotzdem mal. Oh, sie kennt mich noch nicht gut genug. Na gut. Hast du einen Moment Zeit? Ach, jetzt hier zwei sehr blöde Optionen mit Tratsch und dem Adligen. Nee, vergiss es. Ich werde gehen. Und du, Ottilia, bist bestimmt verheiratet. Mal gucken. Ja, die ist verheiratet. Okay. Jo, tschüss, dann wünsche ich noch einen angenehmen Mädelsabend. Und ich gehe jetzt heim. Ja. Ne, jetzt wird hier nicht nochmal nach den Weiberröcken geguckt. Und letztes Mal habe ich euch ja auf dem Heimweg dann verabschiedet. Und ich dachte mir, diesmal kann ich euch den Weg ersparen, aber das Ritual des ins Bett gehens können wir dann ja noch gemeinsam erleben. Bis gleich. So, schaut mal, wie diesig und dunkel es schon ist. So richtig herbstlich. Aber gleich bin ich bei meiner Hütte. Und dann können wir noch einen Happen essen und das Fleisch grillen. So. Jawohl. Finde ich das hier im Dunkeln? Nee, ich mach mal kurz die Fackel an. Da ist mein Feuer. Das entzünde ich mal. Okay, jetzt kann ich die Fackel ausmachen und kochen. Und jetzt wird das ganze Fleisch gekocht. So. Ja, und dann ist die Frage, wie viel davon nehme ich mit? Wie viel davon lasse ich hier? Weil ich brauche da unterwegs dann ja vielleicht schon Vorräte. So. Und Fackeln. Jetzt, wo es früher dunkel wird. Okay, fertig gekocht. Ein neues Gebäude wurde freigeschaltet. Die Werkstatt. Sehr gut, sehr gut. Jetzt gucke ich im Inventar, obwohl ich kann hier Truhe öffnen und Inventar in einem checken. Nur essen kann ich jetzt nicht. Ah ja, das Fladenbrot ist immer noch 20% und das neu gekaufte Fladenbrot ist immer noch 60%. Das kommt jetzt da komplett rein. So. Und von dem nehme ich eins rüber, um das zu essen, zum Abendessen. Und das Fleisch. Tja, wie lange hält das wohl? Keine Ahnung. Es macht nur mit 6 satt. Ich denke mal, das nehme ich dann mit auf die Reise. Aber vielleicht sollte ich es über Nacht in die Kiste packen. Sozusagen für die Nachtkühlung. Und dann muss ich es halt mitnehmen. Ah, und die Pilze kann ich mitnehmen. Zum eventuellen Verkaufen oder Essen. Aber der Pelz, der kommt hier rein. So. Stein und Stock werde ich vielleicht noch brauchen. Ebenso Stroh, um Fackeln zu machen. Die Kräuter nehme ich mit. Sicher ist sicher. Die Axt brauche ich bestimmt auch irgendwie. Den Hammer eher nicht. Ja, dann mache ich mir noch ein paar Fackeln. Und mit 3 Speeren müsste ich erstmal hinkommen.
Ja, Leder habe ich nicht viel, aber wenn ich dann mehr Fallen aufstelle, dann wird da schon Leder kommen. Gut. Ja, dann esse ich jetzt hier noch ein Abendessen. So. Oh, und ich bin eigentlich noch durstig. Das sollte ich noch erledigen. Ja, das Fleisch nehme ich dann morgen mit und auch noch relativ frisches Fladenbrot packe ich auch noch ein. So, jetzt noch schnell trinken gehen. So. Sehr gut. Ja, schön aufgefüllt mit allen Bedürfnissen. So, mein gemütliches Zuhause. Okay. Ja, dann werde ich mal schlafen. Und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.